Hallo meine Freunde des freien Spiels und willkommen zurück zu Let's Play Lego Marvels Avengers mit dem Jokits. Und dem Drachenburschen. Außerdem dem Herrn Coulson, nein, den Phil grüßen wir heute. Und den Nikolas. So, jetzt wollen wir euch das andere DLC natürlich auch noch zeigen, was wir hier auf Lager haben. Und zwar das Spider-Man DLC. Mit was Iron jetzt Spider. Nicht wirklich ein DLC ist. Doch, ja, es ist halt ein kostenloses Charakter. Oder es ist kostenlos, auf jeden Fall ist es ein Charakterpack. Kostenlos ist doch in diesem Spiel nichts. Doch, doch, es gibt glaube ich auch kostenlose Charakterpacks. Wir sehen es halt nicht, wie es kostenlos ist und wie es nicht, weil wir den Season Pass haben und dadurch für uns alle Charakterpacks als kostenlos angezeigt werden. Okay, der kann sich schwingen. Wen haben wir denn sonst noch hier bei den Spider-Man DLC als Charakter? Sieht aber ganz witzig aus. Kann so natürlich noch so Kugeln schießen. Wen haben wir noch hier? Wir haben natürlich Scarlet Spider. Ich muss zugeben, ich bin im Spider-Man-Universum nicht ganz so bewandert. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wer das ist. Scarlet klingt ja eher so weiblich, oder? Ist das eine Frau? Ja, ich hole jetzt nebenbei hier erstmal lieber einen neuen goldenen Stein. Mach das, ich zeig noch ein bisschen die Spider-Man-Charaktere. Kann sich irgendwie verwandeln oder so? Nö. Dann der richtige Spider-Man, Peter Parker. der kann Blitze schießen, ach wie cool. Mit seiner Kamera. Mit seiner Kamera, ja. Das ist eine coole Idee. Und er kann sich natürlich, vermute ich mal, auch direkt in Spider-Man verwandeln. Ja, doch. Das ist cool, dass die Charaktere sich dann auch immer direkt verwandeln können. Der einzig wahre Spider-Man, so. Und neuer goldener Stein, welche Nummer auch immer es sein mag. Ja, der kann natürlich auch noch schießen. Und er könnte sich wahrscheinlich auch wieder zurückverwandeln, oder? Ja, das kann er auch. So, habt ihr jetzt auch noch Peter Parker gesehen und Spider-Man? Ja, ich nehme mir lieber hier den Miles Morales Spider-Man. Wo ist der her? Aus welchem Spider-Man? Der ist aus so einem Alternativ-Universum. Okay. Ich bin Spider-Woman. Und zwar habe ich ja vorhin schon vor der Aufnahme erzählt, als Spider-Man fälschlicherweise für tot gehalten wurde. Ah, okay. Ich bin übrigens Spider-Girl. An der Stelle wollte ich nur sagen. Sieht sehr witzig aus, Spider-Girl. Also und den roten Stein, goldenen Stein habe ich anscheinend schon. Das Problem ist, dass sie alle nicht irgendwie was besonders können. Doch, weil sie können auch diesen tollen Sprung machen und dann... Stimmt, ja. ...höher fliegen. Also sie können ja nicht fliegen, sie hangeln sich ja durch den Himmel, um das mal klarzustellen. Ja. Es geht nämlich ins Nichts hinein. Kannst du mal einen fliegenden Charakter nehmen und zu mir kommen? Warte, ich will erstmal... Oder ich komme mal dir entgegen, auf jeden Fall einen fliegenden Charakter brauchen wir. Wofür? Du sollst mal neben mich fliegen, um mal zu sehen, wo eigentlich diese Spider-Schnur... Ach, ich sehe es ja hier auch bei dir gerade. Ja, die geht praktisch in den ins Unendliche rein. Der hält sich am Mond fest, ist doch klar. Hier, also ihr seht gerade im Hintergrund vielleicht, je nachdem wie gut eure Auflösung ist, hier Drachenwursch Spinnenfaden, der... Gut, jetzt versuche ich mal einen fliegenden Charakter zu nehmen. Ey, du sollst nicht weiter nach oben... Ey, meiner zieht sich nicht mehr weiter nach oben. Gemein. Warte, ich versuche mal so hoch zu fliegen, wie es nur geht. Mach das. Es sieht aber witzig aus. Um mal nachzuverfolgen, wo dein Faden eigentlich hingeht. Mach das. Ich glaube, da bist du ein bisschen beschäftigt. Ja doch, schau her, hier hört er einfach auf. Okay. An der Fluggrenze. Nee, ich kann höher fliegen. Höher fliegen, als dein Faden geht. Das ist gut zu wissen. Schau her, dein Faden endet einfach im Nichts. Das ist bitter. Naja. Zumindest habt ihr auch mal das Spider-Man DLC jetzt hier ausführlich gesehen, alle Charaktere, die es hier dabei gibt. Und die Logik hinter Spider-Mans Fäden. Genau, ja. Gut zu wissen. So, wir schauen mal, was wir an Sachen sonst rausholen können. Iron Man Classic habe ich hier. Ist hier was drunter? Wieso habe ich keine... Jetzt habe ich wieder eine Karte. Da vorne ist ein goldener Stein irgendwo. Das ist dieser eine, den ich nicht gecheckt habe. Der hier irgendwo... Ich verstehe es nicht. Ich fliege auch gerade hier zu zwei, die noch in der Nähe sind. Der muss hier irgendwo drunter sein. Aber wenn wir alle goldenen Steine haben, dann bleibt er eigentlich nur noch, also und die alle Charaktere freigeschaltet, bleibt er letzten Endes dann nur noch das ganze Level gedönt, wofür wir ja aber dringendst... Die roten Steine, ja, brauchen. Da müssen wir erst die... Wir werden da erstmal die Level machen, wo wir die speziellen roten Steine bekommen, damit uns das Suchen leichter fällt. Also wir werden, aber danach werden wir die anderen Level in der normalen Reihenfolge machen, in der vorgegebenen. Das machen wir auf jeden Fall. So, jetzt ist mir immer noch nicht klar, wo dieser blöde, verschissene, goldene Stein hier sein soll. Siehst du, der wird mir weiter unten angezeigt, aber wo komme ich denn? So, jetzt dürfen wir erstmal wieder Scarlet Witch suchen. Ist hier irgendwo noch ein Eingang oder so? Von der ich immer nie weiß, wo sie eigentlich ist. Irgendwo auf der rechten Seite ist sie immer irgendwo, oder? Meine ich. Ja, das ist so eine präzise Angabe, das ist schon... Naja, sie hat ja auf der linken... Es ist übrigens auch alphabetisch geordnet, wurde uns gesagt, also...
Kannst du das ja, schon mal... Ja, das hilft halt nur... Außer bei den DLCs. Die DLCs sind dann wieder einzeln. Das hat mich am Anfang so irritiert gehabt. Wieso zur Hölle? Warum wird mir da drüben eigentlich... Hier. Nee. Hier. Ja. Ach, du bist da drüben. Deswegen wird das mir so angezeigt. Jetzt verstehe ich aber echt nicht, wo ist dieses blöde Minikit? Das blöde... Der blöde goldene Stein da unten. Ich schwöre, der ist verflucht, der goldene Stein. Welcher? Der hier. Der ist keiner, verdammt. Doch. Der ist jetzt auf der Ebene, fair. Geh mal Richtung goldener Stein. Ja, wir reden aneinander vorbei. Ich meine einen anderen goldenen Stein als du, habe ich so das Gefühl. Hier ist nämlich noch irgendwo, hier muss ein goldener Stein sein. Irgendwo. Geht's hier irgendwo runter oder so? Das ist wahrscheinlich irgendwo so ein versteckter Eingang oder sowas. Den ich jetzt bloß nicht sehe. Hey, das ist immer nur ein blauer Stein gewesen. Ein blauer Stud. Schau, hier. Ich hole mir jetzt hier auch erstmal einen goldenen Stein. Oder siehst du hier? Ich mit verschiedenen... Wie, Shield nicht okay. Ah. Was, Shield nicht okay? Ich gebe dir hier gleich Shield nicht okay. Was muss ein Mädel tun, damit ihr jemand überhört? Ja. Aha, okay, also der... Der? Der klassische Dings ging nicht. Aber... Der Civil War America geht. Aber wenn es jetzt hier wieder noch ein Hydra-Ding gibt, dann würde mich mal interessieren. Erstens, wo ist der nächste Hydra-Agent? Du kannst Ultron nehmen, der ist links irgendwo. Den kannst du auf jeden Fall immer nehmen, der funktioniert als Hydra-Agent. Ich glaube bestimmt auch, der ist doch böse. Ja, aber der ist nicht bei Hydra wahrscheinlich dabei. Böse schon. Es reicht ja nicht, dass sie böse sind, sie müssen ja auch noch Hydra dabei sein. Da hast du wohl recht. Ultrons Wache, nee. Blau sind bloß die Stationen. Ach egal, ich suche mir jetzt einen anderen Stein. Kein Bock mehr auf den Stein, das ist mir zu blöd. Den kriegt man ja sowieso nicht. Mache ich lieber ein paar Quests, da habe ich mehr davon. So, einmal eine Quest gibt's hier um die Ecke. Und zwar bei... Wer bist du? Oh, geht ein Ultrons Wachoffizier. Weißt du, als ich noch in New York lebte, kam ich oft hierher. Es gab hier in der Nähe ein nettes, kleines Café. Ja, okay. Und was ist mit dem Café? Oh, wir gehen in die Vergangenheit von New York. Also du. Also ich? Ja gut, bei dir ist auch schwarz-weiß. Angesagt. Der Cafébesitzer soll einen Captain America Cappuccino verkaufen? Ziemlich unwahrscheinlich, dass Steve irgendwie überlebt hat und ein Barista wurde. Aber ich muss der Sache auf den Grund gehen. Leider ist es schwieriger, als man denkt, in das Café zu kommen. Okay. Ach, da brauchen wir unsere Avengers-Fähigkeiten. Brauche ich nur ganz schnell mal. Ich verstehe das nicht. Hier ist gerade irgendjemand aufgetaucht, nachdem ich das Hydra-Teil aktiviert habe. Da ist Black Widow. Mit B. Muss er gleich am Anfang sein. Ist ja eigentlich logisch. Genau, das lustige, ich drück mal irgendwo drauf rum, Spiel. Dauert kurz. Kennen wir ja schon. Das gute alte. So, Hammer, oder? Schaut gut aus. Ja, doch, schaut gut aus. Also, wir machen jetzt Musik und vertreiben die Leute, oder was? Was zur Hölle, warum... Hä? Warum hat der Presslufthammer? Ah, muss man noch anmachen. Ja, gut. Aber der schöne Jazz ist angenehm. Ja, da tanzen die Leute einfach mal spontan. Und wir können hier spontan rein. Vorausgesetzt natürlich, wir finden Alte. Und der war auf der linken Seite, das hatte ich schon richtig gesagt, oder? Der ist auf jeden Fall gut versteckt. Da ist er nämlich. So, Ultimate Alte schon sogar. Dauert nur kurz, um das hier aufzumachen. Muss es hier... Ah ne, da muss ich wieder zusammenbauen. Ah. Ach, die Drehtür ist offen. Dass wir Ultron schon haben an der Stelle. Sonst wäre es natürlich nicht aufgegangen. Steve scheint allerdings nicht drin zu sein. Als hätte Captain America gerade einen heißen Drink nötig. Danke jedenfalls für... Moment mal. 10 Cent für eine Tasse Kaffee? Ist das zu fassen? Ne. Unverschämtheit. Skrull Girl. Klassisch haben wir freigeschaltet. Das ist sogar relativ gut, weil die kann graben. Also die hätten wir jetzt gebraucht, weil sie graben kann. Ist jetzt natürlich nicht mehr so ganz erheblich, weil wir ja mittlerweile den Black Panther haben, der auch graben kann. Aber die hätten wir damals gut brauchen können, noch so vor ein paar Parts, bevor wir das DLC hatten. Cloud9 haben wir hier. Soll angeblich auch ein ganz cooler Charakter sein. Wurde in den Kommentaren geschrieben. Schauen wir mal.
Diese Rettungsmission wäre so viel einfacher, wenn ich jeden in Sicherheit tragen könnte. Aber ich habe mir beim Training den Arm ruiniert. Das kann ich also vergessen. Okay. Ich dachte, mit ein paar Wolkenplattformen könnten die Zivilisten hier rüberspringen und hinunterklettern, aber aus irgendeinem Grund trauen sie sich nicht. Seit Stunden versuche ich es mit aufmunternden Worten. Es ist Zeit, dass jemand mit mehr Überzeugungskraft übernimmt. Ach, Alton hat bestimmt viel Überzeugungskraft, da bin ich mir sicher. Mhm. Ja, muss jemand annehmen. Womit mache ich hier dieses komisch blau glitzernde Zeug kaputt? Ist das was Ultron-mäßiges? Probier's mal, ja. Ich kann nur gerade nicht den Charakter wechseln. Ja, weil ich gerade noch in der Mission hier drin bin. So viel ich weiß, kann man selbst seine größten Ängste überwinden, wenn jemand die Kontrolle über seine Gedanken übernimmt. Genau das brauchen wir. Okay. Diese Rettungsmission wäre... Ich dachte mit... Okay, sie quatscht bloß sich selber nochmal. Gut, dann gehe ich mal die Zivilisten retten. Ja, das war nur gerade, weil ich hier beim Quatschen war, deswegen ging das nicht. So. Keine Chance, Mann. Ich steig doch auf keine dumme Wolke. Echt keine Chance, Mann. Das sind gute Wolken, Mann. Kann Alton Gedankenkontrolle? Nee, kann er nicht, gell? Nee. Da brauchen wir wieder Scarlet. Wo ist sie denn, die Scarlet? Also das? Das ist sie nicht. Das ist Pepper. Es gibt nur mittlerweile echt viele Charaktere, da dauert es immer ein bisschen, bis man den richtigen gefunden hat, aber mittlerweile weiß man ja so, zumindest wo die wichtigsten sind. Oh, es gibt wieder einen Kampf. Ah, meine Wolken hauen ab. Warte, nichts anfangen. Ah, können wir nicht einfach runterspringen? Warum verschwinden die Wolken auch? Das macht die Sache nicht leichter. Gut, einen hätten wir unten. Na, bleiben ja nur noch 10. So, bevor du die nächste Gedankenkontrolle startest. Ja. Lass mich kurz einen anderen Charakter wählen. Wer ist denn unbesiegbar? Keine Ahnung. Superman? Ja, falsches Spiel. Nee, nehmen wir mal einen Vision. Ach, man kann aber von einem zum anderen hüpfen. Das ist Ach, Quatsch. Ich mach's jetzt einfach mit Ultron, ja. Den Kampf. Was ist das? Ich weiß es nicht. Sieht aber nett aus. Crossbone? Kann Crossbone fliegen? Nein, natürlich nicht. Captain America kann sowieso nicht fliegen. Agent 13 kann auch nicht fliegen. Ah, Captain Universe ist auch gerade da. Die kann auf jeden Fall fliegen, das wissen wir. So. Das ist die nächste Person, die wir retten müssen. Da ist die nächste Person. Ich kann das nicht. Ich habe Höhenangst. Ja, das werden wir gleich mal ändern, deine Höhenangst. Bevor sie sich so fürchten. Ich sage ihnen doch dauernd, dass diese Wolken... Alles klar, dann legen wir mal los. Hey, waren Autos schon immer so klein? Ja, die sind bloß geschrumpft worden. Das muss so sein. Die Münzen sammle ich jetzt mal nicht ein, das ist mir zu riskant. So, das wäre auch geschafft. Hab ich nicht gesagt, Wolken sind der neue Boden. Naja, so ganz stabil sind die Dinger aber nicht, Madame. Aber wir haben ja noch einen, Ach, da ist Falcon. Ah, dann kann ich den auch mal spielen, das ist cool. So, wo müssen wir hin? Andere Seite sagt die Quest. Noch weiter oben. Wow, da muss ich weit runter. Oh, der hat mir sogar fast wehgetut. Häuser nicht aus Wolken gebaut werden. Die Dinger sind nicht wirklich stabil. Boah, das sehen wir aber anders. So, da. Und jetzt wieder zu Scarlet Witch. Und du bist hier gleich fertig, deswegen warte ich mal kurz, bevor ich ja, hier das ist super groß was anfange. So, jetzt, wen haben wir hier? Ronan, den Ankläger. Auf- und abspringen. Okay. Was soll denn da schon schief gehen? Klingt eher so nach Conan der Barbar, oder? Nein, es ist Ronan der Ankläger. Das war gerade gemeint, als ich die Kamera gedreht. Ah, hier haben wir das Squirrel Girl. Nein. Die rollen immer noch ab. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Tut mir leid. Mit dem Abrollen, das ist gemein. Vor allem, dass die Wolken auch immer gleich weggehen und sich die Kamera noch dazu dreht, das macht das Ganze nicht leichter. Aber wir haben ja hier zum Glück genügend Möglichkeiten und wenn einer von den Zivilisten nach unten fällt, dann ist das in dem Fall irgendwie auch anscheinend nicht ganz so schlimm. Ah, das Reptil kann fliegen. Vielleicht kann es auch noch musizieren, wer weiß das. Wer weiß das schon. Okay, einfach so runterlaufen hat auch nicht geklappt. Ich töte ja gerade Zivilisten. Wie kannst du nur? Das ist doch sonst eher dein Ding. Warte mal, kann ich eigentlich von einer... Ach, Manno! Ich wollte gerade von einer Wolke zur anderen springen, also von einer höheren Wolke zu einer deutlich tieferen springen. Aber der bleibt auf derselben Stelle, oder? Wenn er sich abrollt? Ja, doch, das schon. Komm schon, du schaffst das. Links, ja, links. Ja, es ist gar nicht so einfach, wie es ausschaut.
So. Das glaube ich nicht. Nein! Die sah so aus, als könnte man da direkt rüberkommen. Warte mal, ich fange jetzt auch mal kurz eine Mission an. Mach das. Ich muss schnell durch die Stadt. Aber mein Ruf bei Taxifahrern ist nicht besonders gut. Deshalb nimmt mich keiner mit. So, dumm gelaufen. Du musst weitermachen. Du hast doch ein Auto, richtig? Könntest du mich mitnehmen? Habe ich das? Ja, das war die Quest, die ich irgendwann mal abgelehnt habe. Ja, du kannst irgendein Auto nehmen, einfach was auf der Straße rumsteht. Glaube ich dafür. Vorausgesetzt, du findest natürlich einen. Du kannst natürlich auch einen Schulbus nehmen. Ah, die Kamera an der Stelle. Das ist super zweifeln. Also so in 10 Stunden bin ich dann hier auch mal mit der Quest fertig. Okay, wenn man sie... Er rollt sich echt... Also er rollt sich zwar ab. Ah, wieso springt er denn manchmal so komisch? Schön, dass ich mir der Schwerste noch bis zum Schluss aufgehoben habe. Was soll ich jetzt dann machen mit dem Auto? Wahrscheinlich zu ihm fahren und ihn mitnehmen, nehme ich mal an. Ja, aber er ist ja schon eingestiegen. Ja, dann dahin fahren, wo die Quest hinzeigt. Du hast doch ein Auto, richtig? Könntest du mich mitnehmen? Siehst du? Du bist doch nicht... Ah, da sind Dings, diese blauen Steine. Ja, genau. Folge den Stats. Ich stand gerade in der Luft, okay. Muss ich hier abbiegen? Jetzt mittlerweile weiß ich, dass ich darum muss und dann auf die Wolke und dann auf die Wolke, dann auf die Wolke, dann auf... die Wolke, dann auf die Wolke. Boah, mein Gott, ey. Das war eine Quest. Gut, dass ich sie geschafft habe. Gute Arbeit, du hast mir wirklich geholfen. Und nun Spaß beiseite. Wenn du weiter sagen könntest, wie gut und verlässlich Wolkenplattformen sind, wäre ich dir sehr dankbar. Nee, kann ich nicht. Klar, das überlegen wir uns nochmal, ob wir das weiter sagen. Die Leute beim nächsten Mal von selbst, dann kommen wir alle um einiges schneller nach Hause. Das stimmt. Ey, der fährt mir jetzt hier aber auch genau rein. Okay, die sieht echt beunruhigend aus, wenn sie so rote Augen hat. So, ab zur nächsten Questie. Oh, da kann ich jemanden kaufen. Cloud 9, na, haben wir jetzt. Kann die jetzt so tolle Wolken haben? Die surft auf einer Wolke. Das ist cool. Das ist echt cool. Was kann sie sonst? Boah, ey. Schießt sie auch mit Wolken? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, sie schießt mit Wolken. Ja, eher so Wasserdampf. Ja, aber. Sieht schon ganz cool aus. Kann man sonst noch irgendwas machen? Hast du es gerade gehört? Ja. Oh, du kannst dich auch noch unsichtbar machen. Oh, gar nicht so schlecht, Cloud, nein. Was kriegen wir hier? Oh, ein Rennen. Dann rennen wir mal. Aber dazu brauchen wir... Wo ist er denn? Wo ist denn unser Renner? Da ist Quicksilver. Aber warte noch kurz, bis ich mit der Quest zu Ende bin. Oder ich versuche zu warten, weil nicht, dass er wieder in Dialog geht und dann... Ja. Solange mir die Dinger dann noch angezeigt werden, ist ja kein Problem. Ich glaube, beim Dialogen ist kein Problem. Ist nur so, wenn irgendwie Kameraschwenks sind, dann ist es gemein. Dann sehe ich gerne mal nichts mehr. Aber in dem Fall sollte es gehen. Ah, da vorne ist eh schon das Ziel. Das war ein leichtes Rennen. Bruce Banner Motorrad. Der Hulk hat also auch ein Motorrad. Okay, schauen wir mal, ob wir hier unten noch irgendeine Quest finden, die wir so direkt machen können. Die ist weiter unten. Na gut. Wo kommen wir denn noch weiter runter? Was? Kann er nicht auf dem Wasser laufen? Ja, natürlich kann er auf dem Wasser laufen. Sehr schön. Ah, ich glaube, das ist ganz praktisch auch. So, mal schauen, dass wir hier rüber kommen. Da kommen wir nicht rüber. Na, brauchen wir. Kann Heimdall fliegen? Bestimmt. Hä? Nein. Ich verstehe es nicht. Wo soll ich hinfahren? Genau dahin. Siehst du? Einfach stehen bleiben. Das war das Ziel. Schönes Auto, Dirk. Jetzt schönes Auto. Ich glaube, du musst wieder zurückkommen und die Quest mit ihnen beenden oder so. Nee, wahrscheinlich jetzt steigt er wieder ein. Ah, okay. Na, das Rennen musst du, glaube ich, nicht machen. Nee, das haben wir schon gemacht. Scheiße. Nein! Wenn du nichts machst, passiert ja eh nichts. Was ich mich gerade frage ist... wie mache ich hier die Lichter an? Ich sehe hier gerade nichts, wie ich die Lichter anmachen könnte. Ich glaube, ich muss einfach noch mal ein bisschen einen Tick nach vorne fahren, da stehen bleiben. Also da stehen bleiben, wo das angezeigt wird. Hier ist doch gar nichts. Da ist was. Ah, Sie doch. Wir haben es geschafft, danke. Okay. Ich treffe hier meinen Augenbrauenfriseur, der sehr auf Pünktlichkeit bedacht ist. Okay. Bendigo. Sieht witzig aus. Oh, uns fehlen aber echt noch viele Charaktere, wenn du so schaust. Na gut, wir kriegen in den Leveln ja auch immer nochmal Charaktere. Das erklärt dann natürlich, dass noch so viele Charaktere fehlen. So. Hier.
Quickie, einmal da drauf. Ah, komm, drauf. Jawohl. Geht doch. Und jetzt Action! Jetzt Action. Nein, jetzt falle ich ins Wasser. Nein, weil ich nicht steuern kann wegen dir. Ich kann auch nicht richtig steuern. Ja, lauf, 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 lauf. Okay. Okay, das war knapp, aber wir haben es geschafft, alle vier. Ich habe zwar nichts davon gesehen, wegen der Kamera. Aber, ah, okay, da kommt das mit. Der goldene Stein kriegen wir zumindest, der kommt da unten raus, von daher. Kein Problem, kein Problem. Einmal den goldenen Stein noch holen. Danke. Und dann auch schon ab zum nächsten goldenen Stein, der da vorne irgendwo sein muss. Oder machen wir erst eine Quest? Ah, das ist ein Rennen. Ja, umso besser. Was, ein Fahrzeugrennen? Nee. Oh, da bin ich ja immer besonders gut drin. Ja, da brauchst du vor allem schnellen Charakter. Ja, aber der kann es anscheinend. Dieser Charakter. Annehmen kann jeder die Quest. Ist nur die Frage, ob du schnell genug bist. Ja, schon. Wenn auch richtig laufen, dann bitte. Einmal darum. Einmal um die Ecke rum. Und da um die Ecke rum. Dankeschön. Das ist nicht so Tor. Die Frage ist, ob er schnell genug ist. Schon. Schon? Okay. Oh, der kann sogar diese Plattformen nutzen, die Geschwindigkeitsplattformen. Das ist ordentlich. Wenn, dann bitte auch richtig laufen. Aufpassen, dass ich nicht durch deine Tore laufe, weil die werden mir nämlich auch angezeigt. So, und da sind wir auch schon durch. Einen Roxxon-Transporter kriegen wir dafür. Schaffst du etwa dein Rennen auch? Sieht sehr witzig aus, wie das Viech da... Die Sache ist nur, das Rennen ist ziemlich lang. Naja, du bist ziemlich langsam. Und geschafft. Schön, haben wir gleich wieder zwei neue Fahrzeuge. Den Taco-Wagen. Ja, ja, hallo. Und wir haben ganz schön viele Fahrzeuge noch zu kaufen. Ja, dann hau mal raus unser Geld. So viel Geld haben wir gar nicht, fällt mir da auf. Da ja, 1,2 Millionen. Ja gut, aber das geht schon weg, glaube ich. Das dürfte schon recht schnell wieder ganz gut weggehen. Wo ist denn jemand, der schalten kann? Wo ist denn Claw schon wieder? Claw war ja unten bei den DLCs irgendwo dabei. Muss ich ihn jetzt nur noch finden. Wo ist Claw, 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 Claw? Auf der Wii U gibt es die DLCs übrigens nicht, wurde mir in den Kommentaren geschrieben, weil schon einige gefragt haben. Wie bitte? Auf der Wii U scheint es die DLCs nicht zu geben, so wie bei Lego Batman 3. Tja, selbst schuld, wenn du mit einer Wii U spielst. Das ist jetzt wieder gemein. Warum geht das... Hä? Muss doch damit eigentlich gehen, das ist doch Schall. Oder ist es nicht Schall? Nee, Tatsache, das ist... Oder doch, da bewegt sich was. Bewegt sich vielleicht doch was? Ja, ich wusste doch, das geht damit. Claw kann das doch. Ein klarer Fall für Claw. So, Minikit geholt. Ich sag mal Minikit. Goldener Stein natürlich. Hey, mal wieder ein Drachen. Bei der Freiheitsstatue waren wir auch noch gar nicht, oder? Gibt's auch auf jeden Fall zwei goldene Steinchen. So, die gab's ja letztes Mal auch als kleinen Charakter. Die Freiheitsstatue, hier kann man da rein. Nein, das ist nicht groß machen, ich will den Charakter wechseln. So, jetzt noch ein Charakterwechsel. Das wäre sehr fein. Irgendwie klappt das manchmal mit dem Charakterwechsel nicht so wie... Und noch einen goldenen Stein geholt. Super. Man muss es doch eigentlich gedrückt halten, oder? Hm? Dreieck gedrückt halten musst du. Ja, und dann sollte ich... Aber er macht sich dann immer klein. Verstehst du? Hm? Er wechselt nicht den Charakter. Er macht sich nur groß oder klein? Dann gedrückt halten. Ah, noch weiter gedrückt halten. Okay, okay, nee, hat gepasst. Wo ist denn... War Machine? Da, den brauche ich da an der Stelle. Glaubst du, du hättest diese Moves drauf? Dankeschön. Ach, da waren wir schon drin, ne? Das ist gar nicht der Eingang gewesen. Gemeinheit. Aber hier unten oh, Reptil ist also auch ziemlich stark. Der konnte jetzt auch einfach mal so diesen Boden kaputt hauen. Oh, das ist doch gut. Ach, oder es kann jeder. Nein, es ist nur, weil er besonders stark ist. Warte mal, ich starte jetzt gleich eine neue Mission. Mach das ruhig. Lass mich noch kurz angeblich den Black... soll dieses Tanzspiel unlösbar sein. Aber ich habe bereits alle Level gemeistert. Ich hatte sogar Zeit, mein eigenes zu erfinden. Bist du bereit für eine Herausforderung? Du wirst ein fotografisches Gedächtnis... Ja. Ob du dich damit messen kannst? Oh, jetzt kommt der Joke jetzt hier mit der Tanzeinlage. Tanzeinlage Deluxe hier. Welches war jetzt hier oben, oder? Nein, das da in der Mitte, glaube ich, wäre es gewesen. Quatsch, in der Mitte, ja.
Mitte und dann oben. Vier Stück waren es. Doggis hat auch nicht das fotografische Gedächtnis anscheinend. Nee, ich habe echt kein fotografisches Gedächtnis. Warte, wo ist... Ach man, wieder zu langsam. Die Spielhalle scheint dir nicht fremd zu sein. Wir sollten den Einsatz erhöhen. Waren doch auch wieder nur vier, oder? Da, da, da und warte, da. Warte. Jetzt will er es aber wissen. Oh, wo ist er denn? Nein. Sieht doch aus, als könnte er graben, jawohl. Es scheint, als hättest auch du ein Nachahmungstalent. Dank deiner abgefahrenen Moves war diese Aufgabe ein Kinderspiel. Man könnte fast sagen, du hast... Boah. Was hat er gesagt? Schlechte Wortspiele. Was hat er gesagt? Man könnte fast sagen, du wärst ein Tanzmeister. Ja. Weil ich diese Aufgabe gemeistert habe. Ja, ist doch gut. Ich hab mal White Wolf hier gerade genommen zum Graben. Taskmaster. Mit Schild und Schwert. Das sieht aber cool aus. Der kann runtergleiten. Also mit Schild und Schwert sieht doch cool aus, oder? Und Bogen. Und Bogen. Also ein richtiger Oldschool-Held hier. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Braucht man auch sowas. C wie Captain. Okay, und er kann auch explosive Pfeile verschießen. Hä? Oder, keine Ahnung, irgendwie er kann Überpfeile verschießen, so. Okay. Oh ja, die haben Bums. Der Part von Lego Marvel's Avengers ist leider auch schon vorbei. Zum nächsten Part kommst du, wenn du auf das bereits laufende Video klickst. Natürlich würde es mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, dann wirst du in Zukunft auch keinen Part mehr verpassen. Und es lohnt sich auch immer, auf meinen Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram Seiten vorbeizuschauen. Die Links dazu findest du in der Videobeschreibung, da bekommst du immer die neuesten Infos zu meinem Kanal. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und möge die Macht mit dir sein. Servus!